Der Soziologieprofessor der Universität Duisburg-Essen, Hans-Georg Brose, ist mit 72 Jahren verstorben. Er galt als Pionier in der Arbeitssoziologie. Schon früh erforschte er Zeitarbeit, Callcenter und andere neue Beschäftigungsformen. An der Uni Duisburg-Essen lehrte und forschte er rund 20 Jahre lang, bis er 2011 in den Ruhestand ging. Der gebürtige Wiesbadener hatte einst an der TU Berlin studiert und promoviert. 1990 habilitierte er, lehrte anschließend in Frankfurt, Trier und Florenz und wurde 1992 in Duisburg auf die Professur für Soziologie, insbesondere Industrie- und Betriebssoziologie, berufen. Hier prägte Hans-Georg Brose das Fach wesentlich und verband Perspektiven auf Arbeit und Organisation. Duisburger Schulen fehlen 256 Lehrer. Nach den jüngsten Zahlen der Bezirksregierung konnten in Duisburg von 463 Lehrerstellen nur 207 besetzt werden. Betroffen sind alle Schulformen. Besonders gravierend gestaltet sich die Situation aber bei den Grundschulen. 200 Stellen waren hier laut Bezirksregierung zum 31. August zu besetzen. Lediglich 77 Pädagogen traten eine Stelle an. Das entspricht einer Besetzungsquote von 39%. Beliebter bei den Lehrern sind die Gymnasien. Hier wurden 22 von 30 Stellen besetzt. Das sind 73%. Die Bezirksregierung will die nicht besetzten Stellen zum 31. Oktober noch einmal neu ausschreiben. So hoffe man, zumindest bis November noch möglichst viele neue Lehrer nach Duisburg zu locken. Inzwischen hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer das zweite Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Lehrerversorgung vorgestellt. Es sieht unter anderem vor, Oberstufenlehrer auch in der Sekundarstufe 1 in den Klassen von 5 bis 10 einzusetzen. Außerdem wolle man verstärkt auf Seiteneinsteiger und in Pension gegangene Pädagogen setzen. Kampagne zur Interessenvertretung für die Pflege. Über eine Interessenvertretung für die Pflege in Nordrhein-Westfalen können Pflegekräfte im Oktober dieses Jahres selbst entscheiden. Das teilte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit. In einer repräsentativen Befragung soll die Frage geklärt werden, ob und in welcher Form eine Interessenvertretung gegründet werden soll. Damit die Pflegefachkräfte diese weitreichende Entscheidung auf einer soliden Grundlage treffen, hat das Ministerium eine Infokampagne gestartet. So wolle man auf mehreren Kanälen Informationen anbieten, mit denen sich jeder seine eigene Meinung über eine Interessenvertretung in der Pflege bilden könne. Außerdem sollen Infoveranstaltungen dafür sorgen, dass Pflegekräfte miteinander ins Gespräch kommen. Insgesamt stehen für die Aktion 80.000 Euro zur Verfügung. 263 neue Wohnungen in Duisburg genehmigt. Zwischen Januar und Juni wurde in Duisburg der Neubau von 263 Wohnungen genehmigt. Das sind 4,4% weniger als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres, wie die EG Bau mitteilte. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. Investitionen von insgesamt 40 Millionen Euro planen die Bauherren in Duisburg, um aus den erteilten Genehmigungen neue Wohnungen zu machen. Die IG Bau Duisburg-Niederrhein sieht jedoch noch Luft nach oben. Viele Sozialwohnungen seien aus der Preisbindung gefallen und jetzt mit deutlich höherer Miete auf dem Markt. Gegen den Schwund bei Sozialmietwohnungen und gegen den Mangel an bezahlbaren Wohnungen könne nur der Bau weiterer Wohnungen helfen. Erschwert werde das Bauen und Planen auch durch fehlendes Personal in den Bauämtern. Nach IG Bauangaben sank die Zahl der Beschäftigten in den kommunalen Baubehörden in NRW zwischen 1995 und 2010 um 43%, zwischen 2011 und 2016 dann noch einmal um weitere 5%. Erörterungstermin zum A40-Ausbau. Zum geplanten Ausbau der Autobahn 40 zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen findet am Dienstag, 4. September, ein Erörterungstermin mit dem Vorhabenträger, Vertretern von Trägern öffentlicher Belange und Einwendern statt. Die A40 soll zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen achtspurig ausgebaut werden. Teil des Vorhabens ist der Ersatzneubau der Rheinbrücke Neuenkamp. Beim Erörterungstermin werden Einwendungen gegen das Vorhaben diskutiert. Veranstaltungsort ist die Mercatorhalle im Citypalais in Duisburg. Die Ergebnisse des Termins werden in die weitere Entscheidungsfindung einbezogen. Im Erörterungstermin selbst wird jedoch keine Entscheidung in der Sache getroffen. Die Sitzung ist nicht öffentlich.
Online-Anmeldung für den 36. Rhein-Ruhr-Marathon gestartet. Ab sofort sind Meldungen für den 36. Rhein-Ruhr-Marathon am Sonntag, den 2. Juni 2019, möglich. Unter www.rhein-ruhr-marathon.de können sich Interessierte für die Veranstaltung im Sportpark Duisburg anmelden. Frühbucher erhalten außerdem einen Rabatt. Wer bis zum 31. Oktober 2018 sein Ticket für den Marathontag bucht, ist beim Klassiker über 42 Kilometer mit 40 Euro dabei. Beim Halbmarathon sind Kurzentschlossene für 30 Euro dabei. Staffeln starten für 100 Euro. Danach wird es teurer. Die ersten Startnummern sind bereits geordert. Veranstaltet wird der Rhein-Ruhr-Marathon vom Stadtsportbund Duisburg gemeinsam mit dem LC Duisburg. Die Ausschreibung für die Rennen mit Start im Sportpark Duisburg und Zieleinlauf in die MSV-Arena sind jetzt erschienen. Die Ausschreibung ist online einzusehen und in der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Duisburg sowie bei Laufsport Bunert erhältlich. Weitere Informationen unter www.rhein-ruhr-marathon.de. Mercator Beach ab sofort wieder geöffnet. Der Stadtstrand gegenüber vom Rathaus ist wieder für Besucher geöffnet. Der Grund für die unplanmäßige Schließung war ein Wespennest. Die Insekten hatten sich vergangene Woche auf das Gelände eingenistet. Dadurch hatte der Mercator Beach 4 Tage lang geschlossen. Der Kammerjäger hat das Nest nun erfolgreich entfernen können. Bis einschließlich Sonntag, den 2. September, hat der Stadtstrand bei gutem Wetter täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Es ist voraussichtlich die letzte Saison für Mercator Beach. Demnächst soll auf dem Gelände gebaut werden. Deutsch-französischer Vorlesespaß in der Zentralbibliothek. Die Zentralbibliothek lädt Kinder ab 4 Jahren am Mittwoch, den 5. September um 16 Uhr zum deutsch-französischen Vorlesespaß in die Kinderbibliothek im Stadtfenster an der Steinschen Gasse ein. Die geplante Geschichte wird in französischer und deutscher Sprache vorgelesen und anhand schöner Bilder erklärt, sodass die Kinder alles gut verstehen können. Im Anschluss an die Geschichte wird gebastelt und gemalt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gegen Vorlage eines gültigen BIP-Ausweises kostenlos. Heute zeigte sich der Himmel über Duisburg leicht bewölkt. Morgen ist mit vereinzelt Regen zu rechnen. Nur am Vormittag lässt sich die Sonne kurz blicken, bei Werten von 15 bis 25 Grad. Am Donnerstag bleibt es auch bedeckt. Dafür zieht der Regen weg und es bleibt trocken, bei Werten von bis zu 20 Grad. Auch zum Start ins Wochenende bleibt die Sonne fern. Es bleibt weiterhin bewölkt, bei Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer, es wird wieder geblitzt. Die Stadt Duisburg wird unter anderem morgen auf der Bahnhofstraße in Mittelmeiderich und auf der Beekstraße in Bergheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchführen. Außerdem behindern zahlreiche Baustellen den fließenden Verkehr. Unter anderem ist eine Vollsperrung auf der Karlstraße in Ruhrort zu erwarten. Grund hierfür sind dringende Kanalreparaturarbeiten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Da der Bereich Karlstraße zwischen Eisenbahnstraße und Amtsgerichtsstraße eine Einbahnstraße ist, muss die Einbahnstraßenregelung während der Arbeiten aufgehoben werden. Fußgänger und Radfahrer können aber passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 31. August abgeschlossen sein. Außerdem hat vor 2 Wochen der erste Bauabschnitt von Kanalbaumaßnahmen auf der A-Straße und Haus-Knipp-Straße in Bekerwerth begonnen. Dort ist weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Von der Haus-Knipp-Straße aus Richtung Monschauer Straße kommend kann der Kreuzungsbereich nicht mehr befahren werden und wird somit als Sackgasse ausgewiesen. Die Arbeiten dieses Bauabschnittes werden voraussichtlich Ende September abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.